Hallo du, herzlich willkommen zu diesem Auswahl-Liebesorakel. Ja, meine Lieben, also dieses Orakel gilt für die nächsten 3 Monate. Was wird in deinem Liebesleben in den nächsten 3 Monaten geschehen? Und diese Legung hier ist zeitlos. Es ist also völlig egal, wann du sie findest. Das kann auch nach einem Jahr sein. Und sie gilt ab dann, wenn du sie gefunden hast. So, das Einzige, was du tun musst, ist intuitiv einen dieser 3 Stapel wählen. Und dann schaue ich mir an, was für dich persönlich im Liebesleben in den nächsten 3 Monaten geschehen wird. Und ich werde jetzt mal hier mit dem Muse-Tarot und dem Mondstein hier anfangen und die restlichen kommen dann später. So, und dann wollen wir direkt mal starten hier mit dem ersten Stapel und ich werde zunächst einmal in verschiedene Orakelkarten schauen und das Universum befragen, was geschieht in den nächsten 3 Monaten in deinem Liebesleben? Was geschieht in den nächsten 3 Monaten? Innere Stärke. In den nächsten 3 Monaten wird es darum gehen, dass du innerlich zu einer, dass da eine Stärke heranreift. Das heißt, es geht für dich jetzt erstmal generell darum, dass du innerlich wächst. Also es geht darum, dass du dich weiterentwickelst. Ja, dass du dich emotional weiterentwickelst, zu einer gewissen Stärke heranreifst. Dass du Erfahrungen machst, die dich stärken, wo du vielleicht auch sind in Bezug auf die Liebe gewisse Ängste da. Ne? Wir haben hier diese Maus, die hier herausschaut und das ist für mich so Ängste, Sorgen, Zweifel und gleichzeitig aber die innere Stärke. Also trotzdem, dass du vielleicht Ängste hast, dass du dir Sorgen machst in Bezug auf die Liebe, dass da eine gewisse Stärke bei dir heranreift und dass dich vielleicht gewisse negative Erfahrungen nicht mehr so leicht aus der Bahn werfen können, einfach so, ja, sondern dass du da mehr für dich heranreifen darfst. Wir schauen direkt mal weiter. Was gibt es hier noch zu sagen? Dein Liebesleben in den nächsten 3 Monaten. Danke sehr. Und wir haben hier, wow, okay, wir haben hier die Traurigkeit, wir haben die Einsamkeit, die Stille und den Rückzug. Ich habe das Gefühl, in den nächsten 3 Monaten wird es für dich vorrangig darum gehen, dass du dich in einer Form auch zurückziehst und mit deinem Inneren mehr beschäftigt bist. Ja, also du bist mehr mit dir beschäftigt, mit deinen Anteilen. Mit dem Thema vielleicht auch Einsamkeit, Alleinsein, Traurigkeit, dass du dich mit diesen Themen auseinandersetzt und dass du das für dich erlösen darfst. Wir haben hier schließlich auch die innere Stärke, also wird da auch eine gewisse Reife stattfinden. Schauen wir jetzt mal, was haben wir denn hier mit dem Meerjungfrauen-Orakel? Gleich 2 Karten. Wir haben hier das Thema Fruchtbarkeit. Da könnte es darum gehen bei der Fruchtbarkeit, dass es um, wir haben hier das Potenzial, also dass irgendwas Potenzial hat, Früchte trägt. Vielleicht geht es ja auch um das Thema Kinder, Mutterschaft, ja. Was das für dich bedeutet, das Thema Fruchtbarkeit, vielleicht spielt das gerade in deinem Leben irgendeine bestimmte Rolle, ja. Je nachdem, ob das jetzt das passende Alter für dich ist, der passende Lebensabschnitt, aber hier geht es irgendwie darum, ne? Vielleicht kann es auch, wenn du schon Kinder hast, darum gehen. Es kann aber auch vielleicht sein, irgendwie das Thema Mutterschaft, wie stehst du dazu? Vielleicht hast du auch keine Kinder und du wünschst dir Kinder. Und das ist hier etwas, was eine Rolle spielt, womit du dich auseinandersetzen darfst. Vielleicht hast du da irgendein bestimmtes Thema. Wenn beides nicht in Frage kommt, sehe ich hier, dass es um das Potenzial geht, also dass etwas heranwächst, also dass du auch im Wachstum bist, ne? Innere Stärke. Hier reift etwas heran, du reifst hier heran. Und wir haben hier auch das Maskuline. Wir haben das Respektieren von Männern und das Göttliche, Männliche wahrzunehmen. Und du wirst dich in diesen 3 Monaten stark damit auseinandersetzen. Das heißt, es wird darum gehen, ich sehe, dass du Männer kennenlernst, ja, dass du mit männlicher Energie in Berührung kommst
und dass du diese besser zu schätzen weißt. Also wenn da zum Beispiel ein Thema war, das für dich bisher Männer irgendwie ein schwieriges Thema war, ja, also irgendwie, ich sage jetzt mal einfach plump, was mir jetzt in den Sinn kommt übrigens, das kannst du auch als Mann hier schauen, dann geht es um deine eigene männliche Energie, ja, um deine männlichen Anteile, die hier heranreifen, auch als Frau, ne, deine männlichen Anteile. Was ich aber sehe, wenn du als Frau zuschaust und du suchst nach einem Mann, vielleicht hattest du da bisher ein Thema, ich sage es jetzt einfach so plump, alle Männer sind scheiße. So, ja, also einfach mal so als Aussage oder alle Männer sind schlecht, alle Männer wollen nur das eine, alle Männer dies, alle Männer das. So ein bisschen das Denken, dass man negativ von Männern denkt in irgendeiner Form. Ja, das muss nicht generell sein, dass du Männer hast oder so, so krass muss das gar nicht sein. Das kann irgendwie ein ganz bestimmter Glaubenssatz sein. Zum Beispiel, Männer wollen doch nur das eine. Männern ist doch nur Sex wichtig oder was auch immer. Das kann sowas zum Beispiel sein. Und du wirst dich in diesen 3 Monaten mit diesen Glaubenssätzen, was das Männliche angeht, damit auseinandersetzen. Also es wird hier um Respekt gehen, dass du das wahrnimmst, was sind die positiven Anteile der männlichen Energie. Vielleicht spaltest du auch deine männliche Energie ab, egal ob du jetzt Mann oder Frau bist, dass irgendwie die männliche Energie in irgendeiner Form gestört ist. Ja? Vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, die Durchsetzungskraft oder was auch immer, dass das in irgendeiner Form eine Rolle spielt für dich, ja? So, jetzt wollen wir mal genauer ins Tarot reinschauen, worum es denn für dich hier gehen wird, was hier in den nächsten 3 Monaten passieren wird. Dann wollen wir doch mal schauen, liebes Universum, worum geht es hier? Für diejenigen, die diesen Stapel hier gewählt haben, was passiert in den nächsten 3 Monaten in Bezug auf das Liebesleben? Was passiert in den nächsten 3 Monaten in Bezug auf das Liebesleben? Wir haben hier die 8 der Stäbe, das heißt, hier geht es um Schnelligkeit. Hier geht es darum, dass sich etwas schnell entwickelt, dass es auch recht unerwartet und recht plötzlich geschieht. Also, wir sehen ja über die Orakelkarten, dass es hier stark um deine Weiterentwicklung geht, ja? Also, dass du dich schnell weiterentwickelst, dass du hier eine Entwicklung durchmachst und die Liebe spielt da irgendeine Rolle. Ich habe das Gefühl, du hast da viele, ja, Probleme, negative Glaubenssätze, negative Erfahrungen gemacht. Und da geht es jetzt darum, dass die bearbeitet werden, ja, dass dieser Schmerz hier sich in Stärke umwandelt, dass da so eine gewisse Resilienz auch aufgebaut wird, aber dass hier auch Wachstum stattfindet eben, ja, und dass man da bewusst in Bezug auf das Männliche eine Veränderung durchmacht. 8 der Stäbe ist eine schnelle Entwicklung. Also ich sehe auch eine schnelle Selbstentfaltung, eine schnelle Entwicklung deiner selbst. Ja, also dass du dich hier fortbewegst, dass du vorankommst, dass dein Liebesleben auch eben vorankommt, dass das Ganze auch Früchte trägt, dass es einfach vorangeht hier für dich in Bezug auf die Liebe. Ja? Ich sehe auch mit den 8 der Stäben Nachrichten, also dass man hier Nachrichten austauscht mit anderen Personen, dass man hier viel kommuniziert und dass diese Kommunikation eben auch Wachstum bringt und Weiterentwicklung bringt. So, was haben wir hier? Wir haben die Königin der Münzen, das finde ich schon mal sehr gut. Also hier geht es tatsächlich um dich. Hier geht es darum, dass du zu deinen Werten findest, dass du ins Wachstum kommst, dass du hier Erdung findest. Irgendwas in Bezug auf die Liebe ist hier nicht geerdet. Nur wir sehen hier den Schmerz, wir sehen die Einsamkeit, wir sehen die Traurigkeit. Das spielt hier eine große Rolle und das will eben in Stärke gewandelt werden. Und mit der Königin der Münzen, das ist so die geerdetste Königin überhaupt, die auf dem Boden geblieben ist, die kennt ihren Wert, ja, die weiß, was sie wert ist, die weiß, sich selbst zu schätzen, die weiß, sich selbst zu lieben und das sehe ich hier ganz, ganz deutlich für dich. Ne? Also, dass du in deine Selbstliebe kommst, in deinen Selbstwert kommst, dass du hier geerdet bist, dass dich diese Sachen nicht mehr so aus der Fassung bringen und dass du hier Wachstum erfährst.
Die 8 der Münzen, also wir haben hier die 8 und hier die 8, ne? Also hier ist zu sehen, es geht in Richtung Vollendung, es geht in Richtung 10, ja, also dass irgendwas komplett wird. Man ist kurz vorm Ziel, es bewegt sich schon in die richtige Richtung. Und mit den 8 der Münzen sehe ich hier, dass sich auch wirklich was aufbaut, dass du an der Liebe arbeitest und dass du an dir selber auch vorrangig arbeitest. Also das wird etwas sein, was hier im Fokus stehen wird. Du wirst im Fokus stehen in der Liebe. Dein Wachstum, deine Weiterentwicklung. Ich sehe auch, dass du viel an, du arbeitest viel an deiner Weiterentwicklung, an deinen Ängsten. Du möchtest auch wirklich jetzt mal, dass das Früchte trägt, dass auch wirklich jetzt mal was Greifbares da ist, ne? Greifbare Ergebnisse möchtest du haben. Wie gesagt, mit den 8 der Stäben geht das relativ schnell. Also ich sehe es jetzt gar nicht so, dass das so extrem lange braucht. Ich habe das Gefühl, dass das schon viel Vorarbeit war und dass es jetzt darum geht, wirklich so diesen Feinschliff da durchzusetzen. Ich kann dir aber auch sagen, mit den 8 der Münzen wird es nicht ganz so leicht sein. Also es wird schon Arbeit von dir fordern, es wird deinen Einsatz fordern, aber es geht dann auch in die richtige Richtung. So, worauf läuft es denn hier hinaus in den nächsten 3 Monaten im Liebesleben für diejenigen, die diesen Stapel gewählt haben? Wow, die 6 der Stäbe und die 2 der Stäbe. Gut, wir haben hier auf jeden Fall Entwicklung zu sehen. Ich sehe, dass du dich auch hier aus deiner Komfortzone heraus bewegst. Also irgendwie scheinst du in Bezug auf die Liebe eine gewisse Komfortzone gefunden zu haben, irgendwie nicht so richtig heraustreten zu wollen. Ich sehe auch, du bist auf der Suche, ne? Also du schaust hier schon und guckst, ja, was ist denn jetzt da? Was erwartet mich? Kommt da noch irgendwas in der Liebe? Aber du bist auch relativ vorsichtig geworden. Also irgendwie hast du dich mehr zurückgezogen, was auch in Ordnung ist, weil ich hier sehe, dass es für dich vorrangig darum geht, dass du dich mit dir selbst beschäftigst. Und hier kann man eben sehen mit den 2 der Stäben, dass du irgendwie so ein bisschen in eine Komfortzone reingekommen bist. Also irgendwie so sich nicht richtig trauen, nur kleine Schritte machen und von da aus erstmal schauen. Aber mit den 6 der Stäben sehe ich hier, dass du erfolgreich bist. Das ist auch das Selbstbewusstsein, schaut mal hier. Also 6 der Stäbe, das ist so siegreich, erfolgreich sein. Ich sehe, dass du hier sehr erfolgreich bist, in erster Linie mit deiner Weiterentwicklung, dass das hier wirklich auch Früchte trägt, dass du hier die Ergebnisse bekommst, die du möchtest. Ne? Hier ist Wachstum zu sehen, also dass das hier Potenzial hat, dass du hier dein Potenzial auch entfaltest durch das Liebesleben, dass du merkst, so hey, ich bin ein super Mensch, ich bin eine tolle Persönlichkeit und das stellt sich hier stärker heraus. Also wirklich, dass du merkst, so, was ist dein Selbstwert, dein Marktwert, ja, dass du merkst, ich bin wirklich was Besonderes und ich habe das auch verdient, dass ich Liebe bekomme und dass ich hier wirklich auch geschätzt werde, wertgeschätzt werde, dass man mich bemerkt, ja, dass du irgendwie auffällst, du bist hier im Selbstbewusstsein, du bist in deiner Attraktivität. 6 der Stäbe ist das totale Attraktivsein auch, ne? Also wirklich anziehend auch sein auf andere. Und das kann ich hier deutlich sehen, also dass du irgendwie hervorstichst von den anderen, dass du dich irgendwie hervortust, dass du das auch bewusst in Szene setzen kannst, dich selbst, und dich hier präsentieren kannst und deine Stärke sich hier in dieses Selbstbewusstsein eben gewandelt hat und dass du ganz klar eben nach außen trittst, aus deiner Komfortzone heraus und hier eben erfolgreich bist und du wirst bemerkt, ja. Du wirst wertgeschätzt, du wirst gesehen, du bist interessant für andere, du bist attraktiv für andere. Und das ist das, was sich hier in den nächsten 3 Monaten bei dir bemerkbar machen wird, worum es hier gehen wird. Also vorrangig eben darum, dass du dich selbst weiterentwickelst, dass du an dir selber arbeitest und du wirst hier sehr erfolgreich damit sein. Also du stichst heraus, du bearbeitest deine Themen, das Ganze hat Potenzial hier in den nächsten 3 Monaten und du wirst irgendwie auffallen, ja? Gut, meine Lieben, das war der erste Stapel und ich werde jetzt direkt mal weitermachen
mit dem nächsten Stapel. So, dann geht es jetzt in den Stapel Nummer 2 über. Das ist dieser Stapel hier mit dem Amethyst. Das ist das Golden Art Nouveau Tarot. Und jetzt werde ich mal in verschiedene Orakelkarten schauen, worum es denn hier für euch geht in den nächsten 3 Monaten in Bezug auf die Liebe. Und ich fange hier mit dem mystischen Momente-Orakel an. Worum geht es denn hier für dich die nächsten 3 Monate in deinem Liebesleben? Das kommt auf dich zu. Alles ist gut. Schön. Also die Regenwolken lichten sich hier. Die verschwinden. Ich sehe, du hast eine Phase der Traurigkeit hinter dir, der Enttäuschung, der Sorgen, der Unklarheit. Also irgendwie schien das Ganze irgendwie bewölkt zu sein. Du hast nicht richtig das Positive gesehen, nicht das Gute gesehen. Und hier kommt jetzt die Sonne raus. Also hier stehen dir gute Zeiten bevor. Ne? Ich sehe, dass der Nebel sich lichtet. Es wird klar, es kommt Klarheit über dich. Du bist dir jetzt bewusster über Dinge. Du siehst es jetzt positiver, du freust dich mehr. Du hast mehr so einen Lebensmut wieder und kannst hier dich auf was Positives fokussieren. Also irgendwie scheinst du hier in eine positive Richtung zu gehen. Es ist gut, dein Liebesleben ist gut. Du hast hier positive Ergebnisse, sage ich mal. Jetzt wollen wir mal schauen, was wir hier noch dazu sagen können. Wir haben hier die Resistenz, wir haben die Furchtlosigkeit, wir haben die Gerechtigkeit, irgendwas zu widerstehen. Ich habe das Gefühl, dass es für dich irgendwie in einer Form darum geht, Grenzen zu setzen, dass du da einen bewussteren Bezug dazu bekommst zum Thema Grenzen. Welche Grenzen sind wichtig, welche sind notwendig und welche vielleicht nicht? Wo grenzt du dich vielleicht zu sehr ab? Wo grenzt du dich selber vielleicht auch ab von deinen Gefühlen? Oder wo bist du vielleicht auch zu streng mit dir selbst? Also das kann ich auch sehen. Es wird für dich darum gehen, da die richtige Mischung zu finden. Es könnte also sein mit dieser Karte, dass du da eine gewisse Versuchung bekommst, also dass da jemand da ist, der für dich in einer Form interessant ist, aber du merkst, diese Person tut dir vielleicht nicht gut. Da ist irgendwie was Toxisches mit dabei. So ein bisschen was Verführerisches schwingt da auch mit, aber du versuchst dem Ganzen zu widerstehen. Du traust dem Braten nicht so ganz. Du sagst, nee, irgendwie erinnert mich das an eine ganz bestimmte Erfahrung und ich möchte diese Erfahrung nicht nochmal machen. Ja, also du ziehst da bewusst die Grenze und sagst so, jetzt reicht es, ich kenne das schon, ich habe das schon durchgemacht und ich möchte das nicht nochmal erleben. Wie gesagt, das kann hier eben sein, dass das eine gesunde Grenze ist. Das kann aber auch sein, dass du vielleicht dich abgrenzt und dementsprechend dann auch vor gewissen Erfahrungen verschließt, die vielleicht dann auch gut sind. Ja, wir schauen mal weiter, was hier die Liebe für dich bringt in den nächsten 3 Monaten. Wow, wir haben hier die Geschenke. Wir haben das Geben und Nehmen. Erlaube dir zu nehmen und erlaube auch zu geben. Also, das ist dieses Thema Grenzen, was ich eben gesagt habe. Ja, also, dass du dich irgendwie, es kann sein, dass du in einer Hinsicht extrem streng mit dir selbst bist. Ne? Also, dass du sagst, so, ich gönne mir das jetzt nicht, ich erlaube mir das nicht. Vielleicht ist da jemand, der dich verwöhnen möchte, ja, der möchte mit dir dich ausführen auf ein schönes Date, will dir vielleicht was ausgeben, möchte, dass du einfach einen schönen Tag hast. Und warum nicht? Vielleicht ist es dann so, dass du dir denkst, ach, das wird eh nichts, das lohnt sich nicht, ich lasse das sein. Ja, aber vielleicht tut dir das mal ganz gut, einfach ein schönes Date zu haben und es muss ja nichts daraus werden. Du kannst dich einfach verwöhnen lassen, lass dir da ein Essen ausgeben und vielleicht auch schöne Unterhaltung, die du mit der Person führen kannst, irgendwie einen interessanten, schönen Tag haben, einfach erlauben, das anzunehmen. Und das ist wichtig, also nicht diese Strenge mit sich zu führen und zu sagen, nein, es muss aber nur das und das und das sein. Und lasst es euch von einer Person sagen, die sehr streng zu sich selbst ist. Also ich kenne mich mit Strenge gut aus.
Da habe ich gewisse Prägungen und da kann ich euch sagen, es ist auch mal gut, sich wirklich einfach verwöhnen zu lassen. Wirklich sich auch mal was zu gönnen und auch sagen, ich habe das auch verdient. Also ich verdiene die Aufmerksamkeit, ich verdiene, dass mir jemand was Gutes tun will. Ich verdiene das, jetzt vielleicht auch einfach mal ein schönes Date zu haben, ohne dass gleich eine Ehe oder was weiß ich nicht, was daraus werden muss. Sondern einfach nur, dass du sagst, so, ich lasse es mir jetzt gut gehen. Ich lasse mich jetzt von dieser Person hier ausführen. Ja? Das ist zum Beispiel sowas. Erlaube dir das, weil ich sehe, dass du irgendwie in einer Form hier dich abgrenzt, dass du sagst, nein, weil das und das, keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Ja, also aus irgendeinem Grund ist es dann so, dass du da eine Grenze ziehst und sagst, nein, ich möchte das nicht. Aber da wird es für dich darum gehen, die Balance zu finden. Also hier nicht in irgendwie den Rückzug zu verfallen und sich hier komplett abzugrenzen. Das tut dir auch nicht gut. So, und wir gucken jetzt mal ins Tarot, worum es hier für dich geht. Wir schauen jetzt mal, was passiert in den nächsten 3 Monaten. Worum geht es hier im Liebesleben? Die nächsten 3 Monate, dein Liebesleben. Wow, wir haben hier die Welt und wir haben den Hierophanten. Hier geht es um das Thema Vertrauen. Vertrauen ins Ziel. Vertraue auf dein Ziel. Vertraue auf das Ziel. Vertraue darauf. Ja? Ich sehe, irgendwie scheint es so zu sein, dass dieses Abgrenzen, sich was nicht erlauben, auch was mit dem Thema Vertrauen zu tun hat. Irgendwie, wie ich es eben schon gesagt habe, du traust dem Braten nicht so ganz. Für dich wird es darum gehen, dass du dich mehr der Welt öffnest, ja, also dass du mehr im Vertrauen bist. Ich sehe auch, dass es für dich irgendwie um das Thema Ziele geht, so als hättest du schon abgesteckte Ziele, als wüsstest du schon ganz genau, wo es hingehen soll, wie das alles auszusehen hat, aber irgendwie versuchst du das zu sehr zu kontrollieren. Ja, also das, ich habe das Gefühl, du grenzt dich hier so sehr ab, du verbietest dir viele Sachen, weil sie irgendwie nicht in dein Ziel passen, weil sie nicht in deine Vorstellungen davon passen. Und dementsprechend scheinst du hier vieles außer Acht zu lassen oder versuchst das zu kontrollieren. Und da das ist ein Symptom dessen, dass hier kein Vertrauen herrscht. Also, dass du irgendwie dem Universum nicht traust, dass du der Göttlichkeit hier nicht traust, dass sie für dich das schon das Passende finden, das Richtige finden, dass du irgendwie da dich so abgrenzt und sagst, nö, ich versuche das jetzt selber in die Hand zu nehmen und zu kontrollieren. Und dadurch verpasst du dann vieles auch. Ne? Da leidet das Vertrauen drunter. Wir schauen mal weiter. Wow, wir haben hier den Stern. Den habe ich eben schon gesehen beim Mischen. Also hier geht es um deine Wünsche und deine Vorstellungen. Ich habe das Gefühl, du hast hier sehr konkrete Wünsche und Vorstellungen. Und deswegen nehme ich auch hier stark so dieses Abgegrenztsein wahr. Was ich hier wahrnehme mit dem Stern ist, dass deine Wünsche und Vorstellungen sich hier anpassen. Also, dass du irgendwie neue Wünsche bekommst, dass sich da was anpasst, dass du für die Zukunft auch bessere Aussichten hast. Also, dass du dir über die weitere Zukunft, über deine Ziele Gedanken machst und da nochmal was reflektierst und da auch was deutlicher siehst. Ich sehe auch, du siehst es positiver. Ne? Auch mit dieser Karte, alles ist gut. Du hast einen positiveren Blick in deine Zukunft. Also du weißt hier durch diese Erfahrung irgendwie das positiver zu sehen. Du hast hier mehr Lichtblicke. Der Eremit. Ja, also ähnlich wie bei dem ersten Stapel, da hatten wir zwar nicht den Eremiten, aber da ging es auch irgendwie darum, dass es um dich geht. Und dass es darum geht, eben authentisch zu sein, du selbst zu sein. Und was ich hier sehe, ist, dass das von dir gefordert wird. Also, dass du durch die Erfahrungen, die du in Bezug auf die Liebe machst in den nächsten 3 Monaten, einfach mehr du selbst bist. Dass du auch bewusst sagst, ich habe auch kein Problem damit, alleine zu sein. Ich fühle mich alleine auch wohl. Der Eremit, der ist alleine, der ist aber nicht einsam. Er fühlt sich wohl in der Zurückgezogenheit. Also er trägt sein Licht immer mit sich. Und das ist so dein Licht, was du mit dir trägst. Ich habe das Gefühl, da reift jetzt auch viel in dir heran.
du reifst hier mehr zu dir selber heran und du bist einfach authentischer, du bist mehr du selbst, du vertrittst deine Werte mehr nach außen, du kommunizierst mehr über dich, ja, also dass du mehr für dich einstehst und sagen kannst, ich bin so und so und so und wem es gefällt, gut, wem nicht, ist auch okay. Also du musst hier nicht jedem gefallen. Der Eremit, der ist so, der muss gar nicht beliebt sein oder so, der macht sein eigenes Ding und er sagt, das ist auch okay. Ich muss ja letztlich, will ich ja nur eine Person, du willst ja nicht jedem gefallen, du möchtest doch nur mit einer Person zusammen sein, du willst doch hier nicht eine große Auswahl haben von so vielen verschiedenen Männern oder Frauen und dann sagen, so, ich suche mir jetzt hier jemanden aus oder ich kann hier alle haben, wozu? Das ist anstrengend, das ist zu viel, warum will man sowas? Das macht keinen Sinn. Hier geht es einfach darum, dass du mehr, ja, einfach authentischer bist und dadurch auch dann die richtige Person anziehst. Und letztlich geht es ja darum, dass es dann auch nur mit einer Person funkt. So, dann schauen wir mal weiter. Und wir haben hier den Ritter der Stäbe. Und hier sehe ich eine schnelle Entwicklung. Also letztlich, ich sehe auch mit dem Ritter der Stäbe, dass hier eine bestimmte Person auf dich zukommt. Und die wird dich herausfordern. Also dieses Thema Grenzen ziehen, ne, das wird irgendwie stark in den Fokus rücken für dich. Weil ich sehen kann, dass der Ritter der Stäbe hier sehr fordernd ist. Also der ist wirklich, der weiß, was er will, der lässt nichts anbrennen, der macht hier keine halben Sachen, der ist leidenschaftlich und feurig unterwegs und der ist auch ein bisschen ungestüm, ja, also der versucht dich auch im Sturm zu erobern. Er möchte hier, dass was schnell passiert, dass sich was schnell entwickelt und da kann es sein, dass er so ein bisschen einen Eindruck bei dir hinterlässt, dass du ja, dass er vielleicht nur auf das eine aus ist, ja, oder nur auf eine Affäre aus ist, auf was Schnelles aus ist. Dieser Eindruck könnte hier vermittelt werden. Ich sehe aber, dass das wichtig für dich ist, dass du dir hier auch erlaubst zu empfangen. Also lass dich von diesem Menschen hier erobern. Hier ist jemand, der möchte dich wirklich im Sturm erobern. Also ich sehe, du musst gar nicht viel machen, du bist hier mehr mit dir beschäftigt. Du bist eher bei dir und da kommt jemand auf dich zu, der dich wirklich erobern will, ja, der Feuer und Flamme ist und der hier sagt, so, jetzt legen wir hier los. Also der möchte wirklich auch was von dir und erlaubt dir das auch. Du wirst schon deine Grenzen selbst für dich ziehen können, aber ich sehe auch, dass es für dich darum geht, das Mittelmaß hier zu finden, die richtige Mischung, dass man eben auch sagen kann, ich lasse mich jetzt einfach mal von dieser Person hier erobern. Sie kann sich ja Mühe geben, sie kann ja machen und versuchen, es muss ja kein Ergebnis da sein. Du bist niemandem etwas schuldig. Du musst nicht, wenn jemand versucht, dich zu erobern, das Gefühl haben, oh, ich muss ja irgendwie was zurückgeben und irgendwie was tun. Diese Person versucht es doch so sehr. Lass ihn oder sie doch einfach machen. Ja, also für mich sieht es hier eher nach der männlichen Energie aus, aber wenn du als Mann zuschaust, dann fühl mal in dich rein, an welcher Rolle du hier bist. Ich sehe aber von außen, dass hier jemand kommt, der sich wirklich versucht, dich, ja, deine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ja, also man möchte hier wirklich auch jetzt durchstarten und das kann man hier deutlich sehen. Also erlaubt dir auch einfach mal was anzunehmen. Ja, das war der zweite Stapel und ich werde jetzt direkt mal weitermachen mit dem dritten Stapel. So, und dann haben wir jetzt den dritten Stapel hier mit dem Cosmic Tarot und diesem Chrysopras. Und wir schauen jetzt mal, was die Orakelkarten hier, das mystische Momente-Orakel, sozusagen hat. Dein Liebesleben in den nächsten 3 Monaten. Worum geht es hier? Was passiert? Worum geht es hier für dich? Es geht um die Kreativität und es geht um die Magie der Nacht. Sehr schön. Also, was ich hier sehen kann, ist das, was im Geheimnisvollen da liegt. Dass irgendwie ein
das Ganze ein Geheimnis umgibt, dass in Bezug auf die Liebe etwas Magisches passiert, etwas Geheimnisvolles, ja. Also irgendwie eine Person, die sehr, vielleicht kannst du das sein, dass du hier sehr irgendwie magisch und anziehend auf andere wirkst, irgendwie zauberhaft, mysteriös, geheimnisvoll, oder dass eine Person auf dich zukommt, die so wirkt. Also irgendwie ist es hier was Geheimnisvolles, was Magisches, was diese Liebe irgendwie hier umgibt, was das Liebesleben angeht, etwas in diese Richtung. Mit der Kreativität sehe ich eben auch Wachstum, ich sehe Entwicklung, ich sehe, dass sich etwas auch weiter bewegt, ja, also dass sich hier was entwickelt, dass etwas Früchte trägt, dass du in deiner schöpferischen Kraft bist. Ich habe das Gefühl, dich inspiriert die Liebe auch die nächsten 3 Monate, dass du inspiriert bist, in deiner Schöpferkraft zu sein, selber Dinge zu erschaffen, sich kreativ zu betätigen, was auch immer du machst. Vielleicht fotografierst du gerne, malst gerne, machst Musik, was auch immer, schreibst gerne. Irgendwie ist deine Kreativität beflügelt, ja, und hier sehe ich auch mit Magie der Nacht, dass hier irgendwie was daraus erschaffen wird, irgendwas Geheimnisvolles, Schönes, was Zauberhaftes, womit du vielleicht auch gar nicht rechnest, ne? Also das kann ich hier sehen, dass die Liebe dich irgendwie inspiriert die nächsten 3 Monate. Jetzt schauen wir mal weiter, was haben wir denn hier für die Liebe? Wir haben hier das Zuhören, das Wahrnehmen, wir haben das Verständnis und das Mitgefühl. Also ich kann sehen, dass es hier irgendwie um das Thema Nächstenliebe und Mitgefühl geht. Also dass da eine Person in deinem Leben sein wird, wo es darum geht, einander zu verstehen. Das kann zum Beispiel sein, dass dein Gegenüber oder du irgendwas hat. Also irgendwie so, als ob irgendwelche Lebensumstände, die vielleicht auch nicht ganz leicht sind, die nicht einfach sind, aber dass es hier wirklich um Verständnis geht. Also, dass man einander gut versteht. Gespräche, die über Emotionen sind, über Gefühle sind. Man unterhält sich über das Emotionale. Man lässt Gefühle zu in der Kommunikation. Man spricht über Gefühle. Man äußert das, was man fühlt. Man hat mehr Verständnis für das Gegenüber. Man versteht sich gut. Man kann verstehen, warum jemand vielleicht so und so gehandelt hat. Also irgendwie scheint es hier so eine Verbundenheit zu geben mit jemandem, eine starke Verbundenheit. Man stößt auf Mitgefühl und Verständnis. So, was haben wir denn noch hier für die Liebe? Homeland, wir haben das Ankommen, wir haben eine Reise, die endet und wir haben das... Ja, das Ankommen einfach hier. Hier sehe ich, dass es für dich darum geht, irgendwie anzukommen. Ja, also das wünschen wir uns ja alle. Wir wollen ankommen in der Liebe. Wir wollen bei jemandem ankommen. Und darum wird es auch für dich gehen. Es könnte sein, dass es hier um das Thema Reisen in irgendeiner Form geht. Vielleicht hat es damit zu tun, dass du verreist oder eine Rückreise wieder nach Hause. Irgendwie sowas in diese Richtung. Dass du dich aber auch zu Hause fühlst, also dass du irgendwo ankommst, wo du dich zu Hause fühlst. Es kann eben tatsächlich eine Reise sein in irgendein Land, vielleicht in ein Heimatland oder eine Rückreise. Es kann hier um jemanden gehen, der vielleicht einer anderen Kultur angehört. Diese Möglichkeit sehe ich hier auch. Aber es geht generell hier auch darum, dass du ankommst, dass du irgendwie zu Hause ankommst. Das Thema Zuhause wird eine Rolle spielen. Es könnte also auch so weit gehen, dass man hier mit jemandem diese Themen bespricht, dass man irgendwie darüber spricht, anzukommen, ja, vielleicht zusammenzuziehen, miteinander ankommen, eine Familie gründen, miteinander hier eine engere Bindung einzugehen und einfach auch... ja, anzukommen mit einem Menschen, das ist so dein Ziel, das ist das, was du dir wünschst. Jetzt schaue ich hier mal über das Cosmic Tarot, was es hier zu sagen gibt, was hier passiert in der Liebe, was auf dich zukommt in den nächsten 3 Monaten. Die 4 der Stäbe und das ist wieder das Ankommen, das Zuhause. Also tatsächlich habe ich das Gefühl, dass es hier darum geht, mit jemandem anzukommen, irgendwie...
Ne? Also es könnte um ein Zusammenziehen gehen, dass man miteinander zusammenzieht, dass man miteinander sich hier ein Zuhause aufbaut, dass du bei jemandem einfach ankommst, du fühlst dich sehr wohl bei der Person, du fühlst dich wie zu Hause. Das kann ich hier auch sehen. Nur das Thema Umzug könnte hier eine Rolle spielen. Schauen wir mal weiter. Übrigens, vier der Stäbe ist auch eine Hochzeit. Vielleicht spielt eine Hochzeit auch eine Rolle. Das ist auch eine Möglichkeit. Und die Welt, schaut mal da. Also wieder, das Thema Reisen könnte hier wirklich eine Rolle spielen. Vielleicht wohnt dein Gegenüber einfach weiter weg, dass man dann eben dementsprechend darüber nachdenkt, zusammenzuziehen, damit das einfacher ist. Und man sucht hier, wo auf dem Plä welches Plätzchen hier auf der Welt ist das Passende für uns? Wo können wir zusammenziehen? Was ist der passende Ort für uns hier auf dieser Welt? Ja, das könnte zum Beispiel eine Möglichkeit sein. Ich sehe aber auch das Ankommen wieder mit der Welt, ne? Also du kommst hier an. In der Liebe geht es darum, dass du wirklich ankommst, dass du hier mit jemandem einfach auf Verständnis stößt, auf Vertrauen stößt. Sieht super aus. Du kommst an. Wir schauen mal weiter. Vor allem auch die Welt ist auch das Ziel, also dass du irgendwie das Gefühl hast, dass die Liebe vollkommen ist, dass du endlich beim Ziel bist, dass du angekommen bist, dass du alles hast, was du brauchst. Schauen wir mal weiter. In der Liebe. Die Prinzessin der Münzen. Also hier kann ich auch sehen, dass sich etwas über längere Zeit aufbaut. Ja, also ich sehe hier auch dein Gegenüber. Dass dein Gegenüber hier in einer Form sehr geerdet ist und mit dir auch ankommen möchte. Also dein Gegenüber möchte sich auch hier mit dir was zusammen aufbauen, was längerfristig währt. Also hier geht es wirklich um den nächstgrößeren Schritt innerhalb einer Beziehung, dass man hier miteinander ankommt. Dass man sich was aufbaut für längere Zeit, durch den Zusammenzug zum Beispiel, durch das Familiegründen, das Zusammenkommen, wie auch immer, das ist der nächste Schritt. Und ich sehe, dass dein Gegenüber hier auch recht geerdet und verlässlich ist. Also, dass man hier aufeinander zählen kann. Man kann sich aufeinander verlassen. Man baut sich hier gerne was auf miteinander. Und die sechs der Münzen. Hier kann ich auch sehen, dass man sich einander unter die Arme greift, also dass man sich auch wirklich eine Hilfe ist. Ne, hier haben wir es auch mit dieser Karte. Ihr helft euch gegenseitig. Du kannst auf dein Gegenüber zählen. Du kannst dich auf dein Gegenüber verlassen. Wenn du dein Gegenüber brauchst, ist die Person da. Wenn dein Gegenüber dich brauchst, dann bist du da. Also hier ist wirklich zu sehen, dass ein starker Zusammenhalt stattfindet. Eine starke Verlässlichkeit ist da. Man kommt miteinander an, man greift sich unter die Arme, man baut sich zusammen etwas auf. Und jeder ist auch ausgeglichen. Also jeder steuert hier auch was bei. Wenn es hier zum Beispiel um das Thema Finanzen geht, sehe ich, dass man sagt, okay, wir teilen uns die Kosten. Wir machen das gemeinsam. Hier wird keiner benachteiligt. Es ist nicht so, dass der eine alles machen muss und der andere lässt machen, sondern ich sehe tatsächlich, ihr seid ein Team und ihr arbeitet zusammen daran und ihr baut euch auch zusammen etwas auf. Also hier kommt keiner zu kurz. Ja, es ist hier wichtig, dass ihr beide wirklich euch aufeinander verlassen könnt und dass diese Stabilität auch gegeben ist. Ja, meine Lieben, das war's auch schon. Das war das Liebesorakel. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hilft euch weiter. Falls ihr persönliche Hilfe braucht, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Die Infos dazu sind verlinkt unter diesem Video. Schaut mal auf meiner Homepage vorbei. Ich biete astrologische Beratungen und Kartenlegungen an. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, einen Daumen hoch da lasst, einen lieben Kommentar. Ihr könnt mir auch auf Instagram folgen. Da heiße ich artemis.astrologie.tarot. Und alles ist verlinkt, zusammen auch mit den verschiedenen Kartendecks, die ich benutze, alles unter den Videos. Und ich wünsche euch allen, meine Lieben, ganz viel Licht und ganz viel Liebe. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.